Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part New Super Mario Bros. U, falls ich jetzt irgendwie anders klinge. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter in Zuckerwattenwolkenzone, Buhu-Haus, Rotation im Geisterhaus. Naja. Falls ich irgendwie anders klinge als sonst, ich bin ein bisschen müde, K.O. und habe auch leichte Kopfschmerzen, aber ich wollte einfach jetzt noch, dass für euch morgen ein Part kommt. Es könnte sein, dass dann übermorgen keiner kommt. Ich habe auch noch Hobbit auf Lager. Vielleicht schneide ich das, ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, irgendwas selbst aufzunehmen. Mir geht's halt einfach momentan scheiße. Ich zwinge mich jetzt hier durch den Part ein bisschen durch. Aber egal. Es sind nur 15 Minuten. Wir können ruhig leben mit dem Gedanken, es sind nur 15 Minuten, ne? Ich weiß aber nicht, wo hier alle drei Starcoins sind, also... Okay. Gucken wir erstmal hier. Ich werde jetzt nicht so viel kommentieren. Ich denke, das ist selbstverständlich. Das hier ist unser Freund, den dürfen wir nicht umbringen. Den brauchen wir nämlich hier unten noch für das Starcoin. Ne? Das hat auch mal unser Item geklaut, aber egal. Haben wir auf jeden Fall erstmal die erste Starcoin. Das ist alles. Das ist doch ganz nice, wenn ich den Level 100% schaffe oder ohne den Secret Exit bin ich schon froh genug. Okay, hier geht's angeblich nur durch diese Tür rein. Lassen wir uns mal überraschen, was hier in diesem schönen Raum ist. Die Verarschungsblöcke, auf jeden Fall. Die uns umbringen wollen. Ich wollte gerade sagen, ist das da oben rechts nicht auch ein Verarschungsblock? Ja, es war einer. Ich überlege jetzt gerade, wo lang. Ich hoffe es einfach, hier ist mal die Starcoin und in der anderen Tür war nichts. Wenn jetzt hier der normale Ausgang ist, wäre das natürlich kacke. Allein das hier war jetzt schon richtig noobig. Und schlecht. Und das natürlich noch mehr. Ja. Okay. Ich gehe mal lieber rein. Und irgendwie war mir das klar, dass hier der Ausgang ist. So, da haben wir eine Starcoin. Die anderen zwei fehlen uns aber noch. Das ist jetzt nicht so geil. Aber jetzt wird auf jeden Fall wieder viel Weg frei. Ihr seht ja. Drei Level auf einmal. Wann hatten wir das letzte Mal? Wir gehen gleich nochmal in den Level rein. Es tut mir jetzt leid. Das ist jetzt der Part, wo ich am meisten rede. Das ist halt scheiße, weil ich nicht vorproduziert habe.
Okay, in diesem Raum stimmt, da muss man. Das sind auch immer so elendlange Räume hier, wo dann immer hier bei den Geistern hier warten musst und die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße ist halt hier scheiße. So. Hier rein. So, in den nächsten Raum reingehen. Ich war als erstes hier oben, ne? Okay, dann gehe ich jetzt mal in die Tür hier unten rein. Sag es nicht, ich war als erstes in der Tür unten. Oh, ich bin doch bescheuert. Das war jetzt natürlich auch eine geile Aktion. So, dann würde ich sagen, spielen wir den Level gleich nochmal. Das war jetzt eigentlich meine Dummheit. Meine Verplantheit vom heutigen Tage. Ich bin heute halt einfach mega stressig, 8 Stunden. Wieso tue ich mir das überhaupt an? Damit ihr so einen kleinen, damit das Let's Play weitergeht, ich werde es nicht nochmal machen. Also es könnte sein, dass Mittwoch keine Folge kommt. Checkt dafür am besten immer die Videobeschreibung. Seid ihr am besten informiert. Und ich habe gerade gesehen, das sind ja richtig viele Geister. Locker 20 Stück. Am Anfang. Das ist ja voll übertrieben. So, und ich hoffe, wir sammeln jetzt wenigstens da noch eine Starcoin in diesem Durchgang. So. In die erste Tür oder ich hab's jetzt schon wieder vergessen, ob es die erste Tür oder die zweite war. Ich habe die böse Erinnerung, irgendwo war oben ein Secret, aber es kann auch sein, dass ich damit falsch liege. Die erste Tür war es, ne? Bitte lass es die erste Tür gewesen sein. Ja. Okay. WTF. Ja, Stacken. Die zweite. Vielleicht kommen wir jetzt noch zu der dritten. Nein! Ich dachte, ich verrecke jetzt. Hier oben ist die dritte auf der anderen Seite, ne? Komm, dreh dich. Nee, hier ist auf jeden Fall nicht. Huster. Ah, hier jetzt irgendwo. Hier.
Ah, da war jetzt auch so schwer. Ich hoffe, das ist jetzt die Secret Exit, der Secret Exit und die letzte Star Coin. Ja, ich kann mich erinnern. Jawohl, die letzte Star Coin. Das freut mich, da haben wir wenigstens so ein Level hier in einem 15 Minuten Part 100% geschafft. Plus Secret Exit, natürlich wieder der Background Epic. Ja, plus Secret Exit. Ich habe am Anfang noch gesagt, den Level schaffen. Es wäre cool, wenn wir den Level nur mit den Star Coins 100% schaffen. Und jetzt haben wir ihn sogar mit dem Secret Exit 100% geschafft. Der freut mich doch. Wo führt uns der Secret Exit hin? Ist eine gute Frage, ne? Ach, direkt zum Schloss. Also schaltet das nicht irgendein Level frei. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit diesem Part. Sorry, guckt in die Videobeschreibung, damit der auf Top morgen über ein Part kommt. Wenn nicht, dann nicht. Es tut mir leid, Leute. Bis zum nächsten Part. Haut rein. Bis dann und ciao. Tut mir leid für den scheiß Part.